eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Ich habe ja dem Josh geholfen bei seinem Date. Hallo Josh! Josh, Dicker! So, und jetzt geh hinter den Flaschencontainer. Das hat gut funktioniert. Und dann ist es natürlich so gekommen, dass alle gesagt haben, ja, mach das doch nochmal. Also habe ich einen Aufruf gestartet bei Facebook. Da kam dann natürlich eine Menge Anfragen. Und eine hat mir gut gefallen. Und das war die Nachricht von Keo. Keo hat mir geschrieben, dass sie vor kurzem beim Einkaufen zufällig ihren alten Schulfreund Yannick getroffen hat. Seit sie 2012 Abi gemacht haben, haben sie sich nicht mehr gesehen. Jetzt war es für Keo sowas wie eine Schwärmerei auf den zweiten Blick. Sie hat Yannick dann spontan gefragt, ob er Lust hätte, sich mal mit ihr zu treffen. Gut, wer bin ich denn jetzt in diesem ganzen Konstrukt? Naja, Amor zum Beispiel, den kennt man ja. Das ist so ein kleiner Typ, so ein Engel. Der hat so einen kleinen Bogen und so einen kleinen Pfeil. Da ist vorne so ein Herz dran und dann schießt er damit. Sowas habe ich auch, nur habe ich eine Panzerfaust mit einem Herz vorne dran. Mein Ziel war es, dass Keo bei dem Date rüberkommt wie die coolste Person aller Zeiten. Und ich bin aber trotzdem auch so selbstkritisch, dass ich mir nicht immer komplett alleine vertraue, sondern ich habe mir jetzt noch jemanden dazugeholt, die sich echt auskennt. Es ist Paulina. Hallo, lieber Klaas. Paulina. Ja. Hi. Na, alles klar? Alles klar. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann, weil ich auch bei meinen Freundinnen die tatkräftige Unterstützung bin bei Dates. Ja? Ja. Ist sie das? Ich glaube, das müsste sie sein. Ja. Ich bin so das Organisationstalent und sie vergisst auch die Gefühle nicht. Und diese beiden Dinge, wenn die zusammenkommen, dann sind wir wirklich unschlagbar als Date-Team hinter den Kulissen. Hi. Hallo, Keo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Aufgeregt. Freust du dich auf Yannick? Ja, schon. Auf jeden Fall, klar. Ja? Wir haben uns länger nicht gesehen und jetzt zuletzt auf der Straße getroffen. Zufällig auf der Straße? Ja, genau. Und da haben wir uns gesehen und irgendwie hat er sich verändert seit der Schulzeit. Ja, wie war sie so? Also erstmal eine ganz bezaubernde Erscheinung, aber vielleicht so ein kleines bisschen zu leise für das, was man von einem ersten Date erwartet. Und wenn es darum geht, etwas Lautstärke hinzuzufügen, dann bin ich der richtige Mann. Paulina und ich werden das Date so inszenieren, dass Keo wie die coolste Frau im Universum rüberkommt. Was wir genau vorhaben, haben wir Keo nicht erzählt. Ein Rechercheteam sorgt dafür, dass Keo auf alles die perfekte Antwort hat. Von uns engagierte Schauspieler lassen sie immer im besten Licht dastehen. Damit unser Plan aufgeht, musste Keo Yannick mit einem von uns gemieteten Auto abholen. Wir fahren in einen Überwachungsvan hinterher. So, hallo Keo, kannst du mich hören? Ja. Weil Keo während der Fahrt immer wieder Handynachrichten von uns lesen muss, muss aus Sicherheitsgründen Yannick das Auto fahren. Wie gesagt, du musst jetzt gleich was dafür tun, dass er fährt. Okay. So, Keo, ich glaube, er kommt jetzt. Hallo. Na, du? Ja. Wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Ja. Ich bin gestern viel auf Stöcke schon gelaufen. Okay. Ich habe ein bisschen Schmerzen in den Knöcheln. Okay. Und kann die Kupplung nicht so gut treten. Würdest du fahren? Ja, kann ich machen. Cool. Sehr gut. Sehr gut, Keo. Super. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sag ihm einfach, wir fahren in ein Café nach Kreuzberg. Nach Kreuzberg. Kreuzberg. Der wird wahrscheinlich denken, Alter, was hat die für einen Wagen? Meinst du Karre auf jeden Fall? Ja. Also mich schränkt es immer super doll an mit der Bahn. Keo, frag ihn gleich mal, was er so für Musik hört. Ja. Und was hörst du so für Musik? Hip-Hop, elektronische Sachen. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich für dieselben Sachen interessiert. Das ist natürlich verbindend und macht direkt den anderen so ein bisschen sympathischer. Und dann stellte sich raus, Yannick ist großer Hip-Hop-Fan. Und das Beste, was einem natürlich passieren kann in so einer Situation, ist mit Paulina unterwegs zu sein, die nicht nur alles über Hip-Hop weiß, sondern auch noch jeden persönlich kennt. Kennst du Tua? Tua, klar, ich kenn Tua. Der hat krasse Texte. Er ist eigentlich voll das lyrische Genie. Derbe krasse Texte. Also er ist eigentlich voll das lyrische Genie. Und auf jeden Fall unterschätzt. Definitiv derbe unterschätzt. Ja, voll. Kennst du das alles? Ja. Und was sonst noch so? Kennst du Kalim? Kalim, warte, gleich kennen wir ihn. Da war der auch. Ja, den kennen wir gleich. Eine Sekunde bitte. Ja, doch. Ich glaube, da klingelt's. Da kenne ich was. Ja. Warte mal, ich muss mal Stimmt. ganz kurz. Der ist doch bei Alles oder Nichts Records auf dem Label. So ein Heimspiel ist der nicht bei, auch bei Alles oder Nichts Records auf dem Label? Auch, ja. Bei Qatar ist der, ne? Bei Qatar? Ja. Ja, okay. Yannick dachte ja schon, dass er sich gut auskennt. Und er kam aus dem Staunen nicht mehr raus, was die alles wusste über Rap.
Außerdem konnten wir natürlich auch googeln und so war sie also auch textsicher bei so Rappern, von denen ich persönlich noch nie gehört hatte. Mitternacht, Schnee, weißer 6-3. Mitternacht, Schnee, weißer 6-3. Zu viel Henry in meinem Becher macht mich high. Zu viel Henry in meinem Becher macht mich high. Kannst du sogar den Text auswendig? Audemars Piguet kostet 1 Kilo Schnee. Audemars Piguet kostet 1 Kilo Schnee. Lichtgeschwindigkeit, wir ziehen an ihm vorbei. Lichtgeschwindigkeit zieht an mir, er rappt gerade weiter. Nehmen den Vampestore auseinander, 30 Mille Drogengeld. Ich bin von der Gara. Nehmen den Vampestore auseinander, 30 Mille Drogengeld. Ich bin von der Gara. Ich bin von der Gala. Das ist das halt bei Keo, ne? Die kennt jeden Rap-Song auswendig und wenn sie Bock hat, dann spittet die ein paar Bars. Ganz normal bei der. Mitternacht, Schnee, weißer 6-3. Zu viel Henny in meinem Becher macht mich high. Audemars Piguet kostet 1 Kilo Schnee. Lichtgeschwindigkeit, wir ziehen an ihm vorbei. Wenn ich sage jetzt, dann musst du das Radio anmachen. Wir haben einen Fake-Radiosender mit einem Transmitter auf das Autoradio des vor uns fahrenden Fahrzeuges mit den beiden drin hinaufgespielt. Machst du mal bitte das Radio an jetzt? Einfach den Knopf andrücken. Und da sind wir wieder zurück bei 87.5 Date FM. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bei mir im Studio Paula. Paula, wie geht's dir heute? Ich freue mich schon ganz doll auf das Wochenende. Und jetzt geht's direkt weiter hier bei 87.5 Date FM mit unserem Gewinnspiel. Das Date FM Schlau-Schlau-Quiz. Ja, auch heute sind wieder 5.000 Euro im Jackpot. Gab dann das Schlau-Schlau-Quiz noch? Das war so Schwierigkeitsgrad Harvard-Professor. Wir suchen in der Zahlenreihe die unbekannten X und Y. Es geht um die Zahlenreihe 2, 7, 4, 49, 16, 2401 und dann X und dann Y. 2, 7, 4. Was? 2, 4, 16? 2, 7, 4? Ich wollte Keo als sehr schlau dastehen lassen, weil das immer gut ist. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Weil ich glaube, diese Reihe, die ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich glaube, diese Reihe ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Guck mal, die Gruppe 1 ist 2, 4, 16 und X. 2, 4, 16 und X. Das multipliziert sich immer mit sich selbst. Also 256. Krass, ja. Das ist X. Und Gruppe 2 macht insgesamt also... Lass mich mal nachdenken, rechne, einem Sinn. 5.764.801. 564.801. Was? Was nochmal? Geil. Das gerade ausgerechnet? Ja. Ja, ja. Einem Sinn einfallen lassen. Einem Sinn einfallen lassen. Ja. Nice, nice, nice. Ja, ich glaube, ich rufe da jetzt mal an. Ich glaube, ich rufe da mal an. Ja, mach das mal. So, und da haben wir jetzt jemanden in der Leitung. Wen haben wir da am Apparat? Ja, hallo, ich bin Keo. Ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst. Dann bin ich ja mal sehr gespannt. 5.764.801. 5.764.801. Das ist ja der absolute Wahnsinn, das ist richtig! 5.764.801 ist die richtige Antwort. Liebe Keo, dir gehören 5.000 Euro. Der Jackpot wurde geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Bleib noch ganz kurz in der Leitung. Wir sagen dir gleich, wie du deine 5.000 Euro bekommen wirst. Alles klar? Okay, vielen Dank. Wir freuen uns schon hier auf den nächsten Song. Howard Carmdale mit Ti Amo. Schönes Wochenende. Und siehe da, Glück muss ein Mensch haben, 5.000 Euro gewonnen. Die meinten, die schicken SMS. Okay. Und sagen die, wo ich das Geld abholen kann. Krass, was? Einfach Cash? Ja. Wir fahren also nicht zum Café. Wir fahren jetzt nicht Geld zum Café? Abholen. Nee. Ja, 5.000 Euro haben wir schon vor. 5.000 Euro? Muss man schon mal mitnehmen, ne? Ja, nehmen wir mal mit. Ich habe dann Keo gesagt, wo der vermeintliche Radiosender sich befindet. Das war natürlich kein Radiosender, sondern so ein Industriegebiet, was von uns gemietet wurde. Wir sind dann schon vorgefahren, haben dort alles vorbereitet, Kameras in die Büsche gehängt. Ja, dann haben wir da gewartet, bis die kommen.
Sie sagt einfach Gewinn abholen, ne? So, und dann parkte der hinter dem silbernen Auto, was da so einzeln steht, ja? Vielleicht hinter dem silbernen Auto. Super, wunderbar. So, und jetzt geht ihr nach vorne, da steht eine Frau von dem Radiosender. Die ist von uns, ja? Ich glaube, da hinten steht schon jemand. Aber das ist die Mitarbeiterin vom Radio. Wollt ihr das Geld einfach so geben? Keine Ahnung. Was wir nämlich jetzt haben, wir haben einen Stuntfahrer. Der hat dieselben Klamotten an wie Keo und auch so eine Perücke auf. Hallo. Hallo. Hey. Wir sind hier, um das Geld abzuholen. Ja, herzlich willkommen. Hi. Wir müssen die voneinander trennen und ihn ablenken. Kio soll sagen, sie hat ihren Perso im Auto gelassen, damit sie zurück zum Auto geht. Sehr gut. Ich habe noch ein paar kleine Formalitäten, die ich dann noch mit euch regeln muss. Genau, habt ihr denn alles dabei, einen Ausweis etc.? Ja. Oh, Ausweis habe ich vergessen. Der ist im Auto. Habe ich jetzt vergessen, der ist im Auto. Oh. Ich hole den kurz. Wartest du hier? Dann gibst du mir kurz den Schlüssel. Ja, voll. Kio, du gehst jetzt zurück zum Auto und setzt dich aber hinten rein. Hinten ins Auto. Hinten bitte reinsetzen, ja? Und zwar so, dass er das am besten nicht sieht. Ja, dadurch, dass du jetzt praktisch nicht gefahren bist die ganze Zeit, wollen wir noch mal zeigen, wie geil du Auto fahren kannst. Halt dich fest irgendwo. So? Es wird ein bisschen rumpelig. Ja? Ja? So, und jetzt steigst du da gebückt aus und gehst auf den Fahrersitz. Und der Stuntfahrer wird sich dann auch gebückt verpieseln. Keo, du sagst jetzt, der Keilriemen hat gequietscht. Da muss man das Auto immer so ein bisschen sportlich fahren. Was war das denn gerade? Der Keilriemen hat gequietscht. Und dann muss man das manchmal so ein bisschen ausfahren, damit das viel besser geht. Das habe ich vorhin gehört, als wir gefahren sind. Weißt du, es klang komisch. Nur ein bisschen sportlich ausfahren, den Keilriemen ein bisschen wieder ranziehen an die Kurbel. Ausweis. Dir drücke ich das schon einmal in die Hand. Okay. Viel Spaß damit. Die ist cool, ey. Vielen Dank. Gut, immer gerne. Immer gerne. Aber magst du fahren? Weil irgendwie ging es ein bisschen auf meinen Knöchel. Willst du nicht wieder? Okay. Ja, krass. Ja, was war da denn los? Natürlich ist Jannik jetzt nicht komplett behämmert. Dem ist auch schon eingefallen, dass hier vielleicht auch irgendwas nicht so richtig mit rechten Dingen zugeht. Was ging hier eigentlich ab so den ganzen Tag? Also erst gewinnen wir da irgendwie so voll random bei diesem Radio-Gewinnspiel. Und dann gehen wir da hin und du drehst auf einmal völlig mit dem Auto durch. So. Obwohl du mir den ganzen Tag sagst, dass du nicht fahren kannst und Probleme mit deinem Knöchel hast. So. Also. Was? Lass es einfach passieren, genieß das einfach, genieß den Tag doch einfach. Okay, okay. Was sollen wir denn mit den 5000 Euro jetzt machen? Boah, keine Ahnung. Essen gehen? Eine Sache? Essen gehen für 5000 Euro. Gib ihm. Wir erinnern uns an den Anfang des Tages und stellen fest, Jannik ist Hip-Hop-Fan. Was passiert nun? Drei so Teilzeitproblem-Jugendliche laufen auf Keo zu. Allerdings sind die sehr freundlich entgegengetreten. Dicker, ist nicht Keo? Hey. Niemals! Was machst du denn hier, Alter? Wir als Team hinter den Kulissen kennen ihn natürlich auch. Das sind die Army of Brothers. Was macht ihr? Wohin geht's? Wir wollten was essen eigentlich. Was essen? Ja. Du musst mit ins Studio kommen. Dass wir müssen nicht jetzt kurz. Wir sind hier vorne im Studio. Wir machen gerade unser Album fertig. Fertig. Und du musst deine Skills zeigen. Wenn du schon mal hier bist, ja, könnt ihr uns den Gefallen tun. Ist okay, oder? Ein paar Minuten. Egal, Sebam. Dann laufen die beiden also hoch in das Tonstudio. Und wer könnte da warten? Der angesagteste Rapper, den es überhaupt gerade nur gibt, Luciano. Okay, glaubt nicht, wen wir getroffen haben einfach. Oder kennst du Keo noch? Und kennt natürlich Keo und freut sich seines Lebens, sie jetzt zu sehen. Oh, Keo, Alter. Hallo. Wie geht's? Alles klar? Wir haben einfach getroffen. Was machst du hier?
Schön. Ich hab lange nicht mehr gesehen. Ja, mhm. Freut mich. Ja. Ja. Gut. Klar. Hallo. Wir machen ein Album gerade, Bruder. Spielt uns jetzt was ein, ja? Die warten jetzt alle darauf, dass Keo mal zeigt, was sie so kann. Und zwar an den Turntables. Das ist nämlich ihr geheimes Talent. Okay, ihr glaubt nicht, wen wir getroffen haben. Wie? Alles klar? Ich Keo. Denn ohne Keos Zauberstaub braucht man eigentlich heutzutage kein deutsches Rap-Album mehr zu machen. Muss nach hinten an den Turntables. Ja, willst du gleich loslegen? Mach mal einfach, was die sagen. Wenn du willst, setz dich hin. Also spätestens da hätte ich Angst bekommen vor Keo. Mach so ein bisschen deine Hände warm. Das ist das Allerkrasseste. Aber. Ja, es geht schon. Du machst auch Musik oder so? Nee, nur sie. Hinter dem Vorhang war nicht nur ich, sondern hinter den Turntables ein richtig professioneller DJ. Du machst einfach ganz normal mit. Ja, nee, ich war für einen Untergrundlegende durch. Yannick hatte ja schon einiges gesehen von Keo an dem Tag, aber was stellt sich raus? Sie ist auch noch der beste DJ der ganzen Stadt. Er ist auf jeden Fall beeindruckt. Er ist beeindruckt, guck mal. Jetzt übertreibt sie. Absoluter Wahnsinn, ne? Die Stimmung wie bei 8 Mile. Wirklich mega gut. Echt krass. Können wir das auch so benutzen? Ja, normal, klar. Live auf Splash. Hey, Yannick. Herzlich willkommen bei Late Night Berlin. Mein Auftrag ist bis hierhin jetzt beendet. Jetzt können die machen, was sie wollen. Was ist das beste Date deines Lebens? Auf jeden Fall. Was war dein Lieblingsmoment? Ich glaube, die Donuts. Wenn wir jetzt ab morgen wieder weg sind, ne? Ja. Würdet ihr euch vielleicht trotzdem noch mal treffen? Auf jeden Fall. Ja. Bitte schickt mir eure Bewerbung. Ich habe noch eine Menge Ideen. Das Einzige, was ich nur nicht möchte, ist Vergangenes wieder retten. Da habe ich keinen Bock drauf.